Einst trieb es einen jungen Mann, vom schönen Wetter angetan, nach Radebeul auf dessen Anger. Dort lief er dann gedankenschwanger, bis ihm ein Schild ins Auge sticht, das morgen Eirischs Jung verspricht. Nie hatte er davon gehört. Ihm kam's ein bisschen spanisch vor, doch überlegte er nicht lang und enterte das grüne Tor. Doch schon im Hof wurde ihm dann klar, dass Spanien wohl ein Fehltipp war. Hier lag was anderes in der Luft, und er erkannte ziemlich schnell, woher er kam, der irre Duft. Hallo. Hallo. Sag mal, gehörst du hier dazu? Ja, ja. Ja? Klar. Da kannst du mir auch sicher sagen, was das bedeutet, was da vorne auf dem Schild steht. Wegen dem Irish Stew. Richtig, Irish Stew, ja. Ja, ja. Vielleicht hast du irgendein Rezept, was du mir anbietest, und ich verrate das Rezept. Hm? So, da habe ich was. Könnte was draus werden. Ja. Ja. Aha. Naja. Hast du morgen Zeit? Ja. Hm. Bin auf Urlaub, hab Zeit. Klingt gut. Hm? Dann treffen wir uns morgen früh um 10, um 11. Um 11? Ja. Beim Bauern vorn, bei dem Gemüsemann. Am Gemüseladen? No. Okay. Und wie man sagte, tat man auch. Am Morgen drauf sah man die beiden beim Bauern am Gemüse stehen, mit Kohl und Möhren zum Zerschneiden. Und hier erhellt sich der Verdacht des Gastes, der den Koch dann fragt. Sieht ja fast aus, als wolltest du einen Eintopf machen. Ja, lass schon bereit. Okay. Was alles noch per Kauf erworben, wird später frisch und unverdorben, hin zu des Koches Heiligtum der Küche getragen, ohne viel zu fragen. Hier öffnet sich eine neue Pforte, die 1000 Jahre schon hat Bestand. Die alten Iren haben den Stew erfunden, als Hunger litt das ganze Land. Viel gab es da nicht aufzuschreiben, sie schnitten Kartoffeln und Möhren in Scheiben, denn diese wuchsen auf ihrem Feld, das wurde übers Jahr bestellt. Der Lauch wird gewaschen und später zerkleinert, mit Knoblauch und Rosmarin verfeinert, Wasser auch gleich zugestellt. Mal horchen, was der Koch noch erzählt. Irish Stew ist traditioneller Eintopf, kommt aus Irland. Mhm. Und zwar ist es ganz bäuerlich. Die haben das früher einfach zusammengeschnitten. Und dann kam das mit in den Ofen, nachdem das Brot gebacken wurde. Mit der Resthitze wurde das durchgegart. Und zwar braucht man dazu ein ordentliches Stück vom Lamm. Mhm. Fleisch ist auch dabei. Früher wurde auch Hammel genommen. Der Hammel ist das Wichtigste an diesem Essen. Doch darf man den Sellerie nicht vergessen. Und auch Knoblauch sollte nicht fehlen. Sollte. Ihr könnt natürlich wählen. Zum Schluss, wenn das Fleisch weich ist, das dauert circa 2 Stunden, wird das Gemüse mit eingebunden. Und die Moral von der Geschichte? Kochen kann man oder nicht. Schmeckt sie denn? Das schmeckt hervorragend. Feine Sache. Hm? Das Irish Stew. Aber du wolltest mir auch was erzählen. Hm? Dein Rezept? Oder hast du das vergessen? Ah, das Versprechen von gestern am Küchenfenster. Na klar. Na, warte mal auf. Da gibt es ein Gericht, das heißt dicke Bohnen. Morgis dicke Bohnen. Mhm. Das habe ich selbst kreiert. Nimmst dicke weiße Bohnenkerne, gibst du im Glas. Schinkenspeck, Zwiebeln, Knoblauch, bisschen Sahne dazu und Majoran. Packst den Schinkenspeck klein, Zwiebeln klein, packst die in den Topf, brutzelst die schön an, packst die dicken Bohnen dazu, samt dem Saft, lässt das ganz, eine ganze Weile köcheln. Schön durch.